Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Heroes of Might and Magic 5, die Sylvana-Kampagne, und wir spielen die Mission der Archipel, sind auf der Suche nach Thieru, dem Druidenältesten, den wir hier finden müssen, um diese Mission erfolgreich abzuschließen. Ich muss mal gerade gucken, wie ich meine Truppen am besten hier... Ich meine, so ist ganz gut, da können wir nicht angegriffen werden, direkt zumindest unsere Fernkämpfer nicht. Das hier könnte ein bisschen knackig werden, weil wir einfach jetzt doch gegen sehr, sehr viele Ritter auf einmal antreten müssen. Aber gut, geben wir unser Bestes. Der wird wahrscheinlich durchkommen. Schieß mal auf ihn. Gut, alles klar. Dann machst du mir mal hier die Zähigkeit drauf. Und du machst mir mal eine kollektive Eile auf meine Einheiten. Und ich würde sagen, du verteidigst. Ist natürlich jetzt hier ein bisschen heikel, weil die Ritter einen Ansturmbonus gegen unsere Einheiten bekommen. Aber ich glaube, wir werden es hier ganz gut... Shit, jetzt habe ich einfach nur auf Warten geklickt. Ich wollte eigentlich verteidigen. Den Verteidigungsbefehl müssen wir hier nämlich eigentlich ausführen, wegen dem Bonus für unseren Verteidigungswert. Und dann sind die Ritter nicht so stark gegen uns. Dann machen wir noch kollektive rechtschaffende Stärke, erhöht nochmal die Initiative unserer Einheiten und wir bekommen außerdem noch einen höheren Angriffswert. Und dann schießt du doch mal auf ihn hier. Schade, kein Glück bei der Attacke, aber du verteidigst jetzt nochmal. Und weiß ich nicht, ja, schieß mal auf den, da ist ja einer garantiert dabei. Dann machst du mit dem Blitzstrahl auf den. Gut, dann haben wir ihn jetzt schon mal ordentlich dezimiert. Wir müssten noch eine Sekunde abwarten. Okay. Dann machst du einmal eine Auferstehung auf die. Schießt die hier weg. Du schießt die hier weg. Warten, 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 heilen und Angriff. Perfekt. So, 3700 Erfahrungspunkte gab es dafür nochmal. Wir müssen noch so viel abräumen wie möglich hier, um hochzuleveln für die letzte Mission, die noch aussteht. Und ich weiß echt noch gar nicht, was da genau auf uns zukommt. Da bin ich noch etwas überfragt. Könnte also wirklich sein, dass es noch mal hart auf hart kommt und dass nochmal so eine richtig knackige Mission hier ins Haus steht. Die 19 Nymphen, die nehme ich jetzt auch nochmal mit, einfach nur, weil die Bergfestung hier direkt nebendran ist. Und dann haben wir über 100. Das ist auch ganz, ein ganz guter Wert. So, wo sind wir denn jetzt? Die Rüstung des vergessenen Helden. Alle Attribute plus 2 sowie 20% Magieresistenz und 8 Einhörner. Schließen die sich uns an. Probieren wir es mal aus. Ja, das ist doch nice. Dann können wir nämlich direkt hochgehen und die oben nochmal in der Bergfestung fortbilden. Ich weiß, ich kann übrigens auch an der Stelle, falls ihr jetzt hier fragt, ja, warum bist du nicht mit dem Schiff unterwegs und so weiter und so fort, ich kann es an der Stelle auch überhaupt nicht sagen, warum ich noch nicht einmal irgendwie auf das Schiff drauf bin. Ich denke nur, es war halt direkt dieser unterirdische Eingang und da sind wir so gut vorangekommen. 106! Okay, wow. Da sind wir so gut vorangekommen, dass ich gedacht habe, ach komm, weißt du was, da bleiben wir jetzt mal gerade so. Okay. Ist das hier praktisch? So, ist nicht verkehrt. Also er kann hier nicht... Ja, ja, doch, das müsste eigentlich ganz gut gehen. Er kann ja nicht durch. Ja, das da wird jetzt hart. Das da wird richtig hart. Aber ich glaube, wir packen das. Wir brauchen erstmal kollektive Eile. Und du schießt mal auf den hier. Denn je länger wir den blockieren, desto unwahrscheinlich ist es, dass er hier angreifen kann. Okay.
Schieß doch schon mal auf die drauf. 2, 3, 1, 3. Dann machen wir Zähigkeit auf ihn hier vielleicht. Verteidigen, verteidigen. Wir müssen hier verteidigen. Wir haben genügend Mana, um hier die Sache durchzustehen. 88 Mana, das langt noch für ein paar Wiederauferstehungen. Bevor wir jetzt hier den rechtschaffenden Stärke machen, machst du mir hier den Zähigkeit drauf. Du verteidigst nochmal, du wartest. Und du schießt nochmal auf den hier, damit er die 23 Mann blockiert, die dahinter stehen. Ja, das sind nämlich die, das ist nämlich ganz schön. Der muss da nämlich einmal hier so außen rum und dann blockiert er sich gegenseitig. Das ist doch nice, dann machen wir das mal so. Okay. Du verteidigst auf jeden Fall. Das Doofe ist, er ist immun gegen die Blindheit, meine ich. Wie, ich mache hier nur zwei weg? Krass. Dann verteidigst du nochmal. Und du hast doch eine hohe Initiative. Du kannst mal hier attackieren. Das ist nämlich gar nicht so schlecht. Auf die oder auf die? Mach mal auf die. Und du verteidigst weiter. Und wir brauchen hier eine Auferstehung für die 23 Kollegen. Gut, okay. Ich denke mal, die da packen wir komplett. Fast komplett, okay. Nicht ganz, aber fast. Du musst ein Feld zurück. Du kannst dir das eigentlich einmal leisten, weil die hier schon relativ angeschlagen sind. Schade. Hier hätten wir ein bisschen Glück gebraucht bei der Attacke. Das wäre geil gewesen. Nochmal abwarten. Schade, den kriege ich auch nicht weg. Das ist wirklich hier noch... Das ist echt eine harte Nuss. Das ist echt eine harte Nuss. Okay. Verteidigen. Okay, gut, wir haben sie beide wegbekommen. Schön. Dann machst du mir nochmal eine Auferstehung. Und du gehst nochmal hierhin zurück. Und du verteidigst wieder. Du kannst jetzt tatsächlich hier unten angreifen, weil die 15 nicht an dich rankommen. Gut, okay. Abwarten. Okay. Sehr schön. Auferstehung, 30 und 3, ja. Hol mir die 30 zurück. Ja, wir schießen drauf, ja. Gut, okay.
wartest ab. Wir haben hier 14 verloren. Ich würde sagen, wir holen uns jetzt die hier zurück. Die anderen lassen wir. Riskieren wir die 14 dafür. Ich meine, das sind ja auch so wahnsinnig viele Erfahrungspunkte, die wir hier kriegen. Also insofern, denke ich, kann man das rechtfertigen. Das sind einfach unglaublich viele Erfahrungspunkte. So, Mana ist wieder voll. Wir haben den Attributsbonus. Schön. Oh, Teufel. 22 wird auch lustig. Das wird ja nochmal so eine harte Nuss. Gucken wir mal. Ich denke, da. Na, da könnte man aber. Da könnte aber schon ein bisschen mehr für uns dann auch wieder drin sein. Versuchen, also hier haben wir jetzt den Vorteil halt auch, dass die Einhörner blenden können und das ist halt doch wesentlich einfacher dann als gegen die Totengeister. Man muss jetzt auch nochmal dazu sagen, dass vorhin, das waren ja über 100 Totengeister, ja, also das war schon ultra brutale Horrorshow. Zähigkeit auf die Einhörner. Die werden nämlich hier unsere Speerspitze sein. Nee, also besser gesagt eher so unsere Verteidigungslinie. Ah, ich schieße halt hier oben drauf. Abwarten. Verteidigen. Schießen wir die jetzt mal runter. Wespenschwarm auf ihn. Okay, perfekt eigentlich. Ja, warten wir mal ab. Wir heilen jetzt erstmal hier unsere Einhörner. Gut. Auch hier hat sich wieder der kollektive Eile sehr gelohnt. Oh, was ist jetzt? Dämonen sind schnell. Ich eile, Tiero zu verteidigen. Eile, Eile, noch mehr Eile. Was geht denn ab? Kollektive Eile, würde ich sagen. Wie Ziele erreicht. Was für Ziele? Neue Ziele? Was geht ab? Müssen wir jetzt hier gegen so einen Dämonen kämpfen oder was? Ich habe. Das wusste ich nicht mehr. Das speichern wir mal gerade. Was muss man da jetzt machen? Rette Tiero. Tiero ist in Gefahr. Dämonentruppen sind auf der Insel gelandet und sie haben ganz gewiss keine freundlichen Absichten. Findern muss sich beeilen, um den Druiden in seinem Kampf beizustehen. Ist er hier auf der Insel? Ja, da wacht mal ganz kurz. Dann gehe ich nämlich mal gerade hin und lade mal das Autospeicher und mache mir da mal noch einen Quicksave, weil ich will hier erstmal die ganze Map abräumen. Also. Nehmen wir das Ding mal Backup. So. Gucken wir mal weiter, weil ich will jetzt noch nicht hier die Mission abschließen, ne? Also. Aber vielleicht ist das auch irgendwie jetzt einfach nur ein bisschen falsch dargestellt und eigentlich muss ich nur diesen Dämonenhelden da wegplätten. Ah, es sind ja zwei Helden hier, ne? Ja, nimm sie mal mit. Was haben die denn da so?
Och ja. Ach, da hinten ist der Tiero dann. Aha, okay, gut. Dann machen wir erstmal die Dämonen weg. Was? Okay, ich glaube, ich habe eine Ahnung. Es ist tatsächlich, ja, doch. Das hier ist tatsächlich das Ende des Szenarios, weil sonst wäre die Biara nicht da hinten hingelaufen. Also ich weiß ja. Warte mal, halt, ich weiß ja, was hier. Ich weiß ja, ja, alles klar. Wir laden das Backup-Game. Ich weiß nämlich noch, was hier passiert. Alles, ja. Oder was als nächstes passiert, zumindest von der Story her. Dann machen wir jetzt erstmal. Wir machen die Teufel hier noch weg. So, die Ausschenke ist jetzt ein kleines bisschen anders, aber das wird jetzt auch so gehen. Zähigkeit. Kollektive Heile. Und Ruf. Und Ruf. Und Wespenschwarm. Weil das echt jetzt kein mächtiger Zauber ist. Oh shit, ich habe jetzt nur. Ach, puh, okay, ich kann nochmal gleich verteidigen. Sehr gut. Verteidigen. Abwarten. Okay, wir warten ab. Wir nehmen das erste Hilfezelt. Warten. So, jetzt können wir nochmal hier attackieren. So, und jetzt mal. Also, das. Ich meine, die Kreaturen hier wachsen ja auch auf der Map und deswegen will ich jetzt die Dämonen schon mal platt machen, damit ich dann, oder die Teufel, damit ich halt nachher nicht gegen 40 oder so kämpfen muss. Das wäre mir sonst ein bisschen zu amok. Deswegen laufen wir jetzt mal gerade ganz schnurstracks zurück und gucken uns noch so ein paar andere Inselchen an. Da können wir noch hin. Gibt auch noch mal ein paar Bewegungspunkte zusätzlich. Hier können wir leider nichts großartig machen. Wo ist denn hier die? Da ist die Treppe, okay. Also nochmal zurück. Ich weiß nicht, ob die Dämonenarmeen sich auch vermehren. Ich glaube nicht. Ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Sollen wir uns dann mal um die Phantomdrachen kümmern? Das wäre vielleicht besser. Gucken wir mal. Okay. Du verteidigst. Du wartest ab. Du verteidigst und du schießt. Du verteidigst. Du machst eine Zähigkeit auf die. Kannst ihn schon mal attackieren. Ich meine, er kann ja mit den vier da oben nicht angreifen. Sieht ganz gut aus. Komm hier, glückliche Attacke. Jawohl. Haha, krass. Sind die noch nicht mal bis an uns rangekommen. Das Gute ist, sie haben ja durch unseren Sonderskill haben die weniger Initiative.
und weniger Ring der Lebenskraft. Sie haben halt weniger Initiative und weniger Bewegungsreichweite. Was ist das hier? Da hinten ist eine. Da hinten kann man, glaube ich, hingehen. Hier muss irgendwas eingeschlagen sein oder so. Sieht cool aus. Mit dem Krater haben sie gut gemacht. Aber hier, da seht ihr, da ist so ein gepflastertes Plateau. Da können wir wohl irgendwas machen. Naja, gucken wir mal weiter. So, wo kamen wir ursprünglich her? Ich glaube, wir kamen hierher. Kamen wir daher? Ich weiß es nicht mehr. Ja, aber es gibt auf jeden Fall noch zwei Inseln oder so, mit denen ich, die ich besuchen will. Oder so drei Inseln. Ach nee, guck mal, da fällt mir auch gerade ein. Seht ihr das hier oben? Da geht's noch weiter. Da habe ich was übersehen. Das gucken wir uns mal gerade an. Hier. Also, wenn ich sagen kann, dass diese Kamera ultra verbaut ist, nee, wirklich, also diese Kamera unterirdisch, die ist total verbaut. Die haben wir besucht, ne? Ja. Aber guck mal, da geht's doch noch weiter. Ja, das sah nur so aus, da ist irgendwie so ein Schatten drüber gelegt oder irgendwie sowas. Okay, wir gucken uns mal hier noch ein bisschen um gerade. Da geht's auch nochmal hoch. Gut zu wissen. Und hier hinten sind Djinne, da gucken wir mal auch gerade vorbei. Da gibt's nochmal Truhen. Oh, Kinders, wirklich. Jede Schlacht muss man hier selbst machen. Jesus Christus, ist das schnell. Warten wir mal gerade, bis wir unsere Einhörner wieder frisch gemacht haben und dann schießen wir nochmal mit den Meisterjägern auf die Djinne da. Oder Djinn-Sultane sind es ja sogar, es ist ja die geupgradete Variante. Wie, ich habe eins verloren. Ach komm, jetzt ohne Quark. Okay, ich sag mal, ich glaube, ich brauch's nicht. Ich glaube, ich brauch's nicht mehr. Wir versuchen es jetzt mal ohne. Komm, ist jetzt egal. Weil sonst, ich hätte ja auch ohne Probleme hier den, ich hätte ja auch ohne Probleme hier noch den Skill da mit dem Gedöns, ne? Ihr wisst, was ich meine. Den Zauber Auferstehung einsetzen können. Aber das Ding muss ja auch so konzipiert sein, dass man es auch ohne Auferstehung schaffen kann, ne? Nochmal 1700 Ritter da oben, die man bekämpfen muss. Nur 29, das ist ja gar nichts. Was gibt's denn noch hier oben? Och, hier gibt's schon noch ein bisschen was, ne? Das holen wir uns auch noch, auf jeden Fall. Ja. Und da gibt's schon gut Stat-Bonnie. Ich meine sogar, es ist die Map, wo es die meisten Stat-Bonnie überhaupt gibt. Ich meine, es gibt die meisten Stat-Bonnie überhaupt auf dieser Map.
bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ziemlich sicher. Komm hier drauf. Ja, du kannst dich direkt wieder schlafen legen, du Idiot. Okay. Schön. 2000 Erfahrungspunkte. Wir brauchen wahrscheinlich nur 70.000 oder sowas. Ja, ne? Ah, nee, wir haben fast Level 28. Cool. Oh, fuck. Wie viel sind es? 18? Hm. Und wie kommen wir dahin? Wir kommen gar nicht dahin, ne? Durch den Sumpf allerhöchstens. Doch, wir müssen irgendwie durch den Sumpf da laufen. Okay, aber das schaffen wir. Das Witzige ist nämlich, die Drachen haben ja durch unseren Sonderskill verringerte Initiative und verringerte Reichweite. Da müssen wir das nämlich eigentlich packen. Und hey Leute, wir müssen noch hochleveln, auf jeden Fall. Ich bin ja fast versucht, wenn ich nur so zwei Feen verliere, dann zu sagen, ach komm, in Herrgotts Namen, ich schenk's mir jetzt. Aber ich will nicht, nee, es geht nämlich auch besser. Wobei jetzt ich auch sagen muss an der Stelle, ich mach's ja jetzt nicht wirklich unbedingt super toll. Also ich habe ja auch schon hier meine Aussetzer, wo ich dann mal irgendwas übersehe und vergesse und dann auch mal eine Einheit dann verliere, die ich eigentlich hätte behalten können und so weiter. Aber ich denke mal so in den Standardfällen, wenn man jetzt nicht gerade gegen so eine riesige Horde Überkreaturen Level 7 oder Level 6 kämpft, dann verliere ich in der Regel da auch nichts. Wobei bei den Djinnen, also das hat mich echt irgendwie ein bisschen irritiert, weil, naja, 79 Lebenspunkte, naja, kommt hin, ne, ja. Hier gegen sowas, das schaffen wir jetzt ohne Probleme mittlerweile. So, jetzt haben wir unser Level up, oder? Komm, 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 gib mir mal einen coolen Skill. Tja. Dann ist jetzt Level 28. Meisterliche Landkunde. Er gibt halt nochmal mehr Bewegungspunkte. Lautloser Schleicher. Der Feind sieht nur die stärkste Kreatur in der Armee des Helden. Ist egal. Und keine Zahlen. Ist egal. Außerdem sieht der Held, wie sich neutrale Kreaturen im Falle des Angriffs verhalten. Und sein Blickfeld vergrößert sich um 12 Felder. Hä? Das ist halt schon ganz praktisch. Mit dem größeren Blickfeld. Aber ich glaube, ich nehme dann nochmal die zusätzlichen Bewegungspunkte. Wow, Kinder, hier oben ist was los. So, der Weg führt an den Minotauren, an den Hydren, zu den Drachen. Ah, okay. Ja, das sehen wir dann im nächsten Part wieder, Leute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch alles Gute. Macht's gut bis dahin. Und ja, Sylana mit euch. Tschüss.